Du möchtest Frankreich mit all seinen Sehenswürdigkeiten entdecken? Dann ist ein Schüleraustausch in Frankreich genau das Richtige für dich. In diesem Video erklären wir dir, wie das Schulsystem in Frankreich aufgebaut ist. Viel Spaß bei dem Video! Der größte Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen Bildungssystem liegt darin, dass alle Schulen in Frankreich Ganztagesschulen sind. Ein typischer Schultag für Schüler und Schülerinnen in Frankreich beginnt morgens zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr. Der Schultag endet dann gegen 17 Uhr. Der Mittwoch ist jedoch der Tag, an dem die französischen Schüler und Schülerinnen nur vormittags Unterricht haben und den Nachmittag zur freien Verfügung. Die Schulpflicht beginnt für die Kinder in Frankreich mit dem zweiten bzw. dritten Lebensjahr an der École Maternelle. Die École Maternelle ist vergleichbar mit dem Kindergarten in Deutschland, ist jedoch mehr wie eine Schule organisiert. Die Kinder werden in Klassen eingeteilt und haben eine Klassenlehrerin sowie eine zusätzliche Betreuerin. Neben dem Lernen steht hier aber auch das Spielen, Basteln und Turnen im Vordergrund. In vielen Kommunen in Frankreich wurde dafür gestimmt, dass Vorschul- und Grundschulkinder den Mittwoch komplett frei haben. Nachdem die Kinder mit 6 Jahren die École Maternelle beendet haben, folgt die École Élémentaire. Diese ist mit der deutschen Grundschule vergleichbar, dauert aber nicht wie in Deutschland 4, sondern 5 Jahre. Die ersten 3 Jahre der École Élémentaire bilden zusammen mit dem letzten Jahr der Vorschule die Phase, in der alle Grundfertigkeiten erlernt werden. In den beiden folgenden Jahren wird das Wissen weiter vertieft. Im Anschluss an die École Élémentaire wechseln die SchülerInnen gemeinsam auf das Collège für weitere 4 Jahre. Das bedeutet, dass alle SchülerInnen in Frankreich bis zur 9. Klasse gemeinsam unterrichtet werden. Das Collège untergliedert sich in die Jahrgangsstufen 6e, 5e, 4e und 3e. Anders als in Deutschland werden die Klassenstufen in Frankreich von oben nach unten benannt. Ein Beispiel für ein Collège ist das Collège Épiscopal Saint-Étienne in Straßburg. Das Collège ist eine katholische Privatschule mit ca. 1.900 SchülerInnen. Nach den 4 Jahren am Collège legen die Schüler und Schülerinnen die erste Abschlussprüfung ab, das sogenannte Brevet. Das Brevet ist vergleichbar mit der mittleren Reife in Deutschland. Anschließend gibt es für die Schüler und Schülerinnen mehrere Möglichkeiten. Sie können einen sogenannten professionellen Weg einschlagen und eine Ausbildung machen oder weiterhin in die Schule gehen und das Lycée besuchen. Das Lycée in Frankreich dauert 3 Jahre und ist mit dem Gymnasium in Deutschland vergleichbar. Es wird jedoch nochmal unterschieden in das Lycée Général und das Lycée Professionnel. Während das Lycée Général mit dem allgemeinen Abitur oder dem technischen Abitur endet, wird das Lycée Professionnel mit dem Fachabitur beendet. Auf dem Lycée haben die SchülerInnen die Möglichkeit, einen Zweig zu wählen, in dem sie ihr Abitur ablegen möchten. Der allgemeine Zweig bietet die Wahl zwischen dem literarischen Abitur mit Schwerpunkten wie Fremdsprachen, Literatur und Philosophie, dem naturwissenschaftlichen Abitur mit Biologie, Chemie, Physik und Mathematik und dem wirtschaftlichen Abitur mit Fächern wie Wirtschaft, Mathematik und Sprachen. Der technische Zweig bietet sowohl technische als auch soziale Schwerpunkte und führt zum technischen Abitur. Auf dem Lycée Professionnel gibt es den berufsbildenden Zweig, der dann zum Fachabitur führt. Abgesehen von den Fächern, die zweigwahlbedingt bereits vorgegeben sind, gibt es eine Reihe an Pflichtfächern. Diese sind unter anderem Mathematik, Französisch, eine Fremdsprache, Geschichte, Geographie, Physik, Chemie, Biologie und Sport. Ein Beispiel für ein Lycée Général ist das Saint-Genès-Lassalle-Lycée in Bordeaux. An dem Lycée werden rund 760 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Zudem gibt es hier eine sehr große Auswahl an unterschiedlichen Fächern und außerschulischen Aktivitäten wie Theater- oder Musikworkshops. Die Notenvergabe in Frankreich erfolgt mit Buchstaben von A sehr gut bis D ungenügend. Ab dem Collège gibt es dann eine Notenskala mit bis zu 20 Punkten. Während 12 bzw. 13 Punkte zu den mittleren Noten zählen, werden 15 Punkte als gut sowie 16 bzw. 17 Punkte als sehr gut bezeichnet. Man benötigt mindestens 10 Punkte, um zu bestehen. Du möchtest auch einen Schüleraustausch in Frankreich machen? Dann warte nicht länger und melde dich unter der jetzt eingeblendeten Nummer für ein persönliches Beratungsgespräch mit unseren Experten. Für weitere interessante Videos klicke einfach auf die links angezeigte Playlist und um den Kanal zu abonnieren, kannst du auf das jetzt eingeblendete Logo klicken. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.